jetzt sehen wir Frederik und Sven, die haben sich mit einer intelligenten Laderegelung zum Beispiel für Handys beschäftigt. Bei dem Projekt ist voll. Mentorin war Caroline von der Gruppe. Vielen Dank und einen Applaus für die Gruppe. Also, wir haben das Projekt ISFUL gemacht, was für intelligenter Schalter für unbenutzte Ladegeräte steht. Und das Problem, was wir lösen wollten, war halt, dass wenn man zum Beispiel sein Handy über Nacht laden lässt, der Akku dann voll ist und es die ganze Zeit anbleibt. Und das verbraucht Strom und ist nicht so sinnvoll. Ansonsten kann man das Projekt auch dazu nutzen, einen Akku nur zum Beispiel zu 80% zu laden. Die Lösung dafür ist, dass wir ein Arduino verwenden, das ist auch ein kleiner Mikroprozessor, der wiederum misst, wie viel Strom das Handy beim Laden verwendet. Und sobald es weniger Strom verwendet als eingestellt ist, schaltet der Arduino das Ladegerät aus. Hier sieht man nochmal einen Graphen, das heißt, man kann quasi hier angeben, bei welcher Strommenge der Arduino ausschalten soll. Dann kann man oben sehen, bei wie viel Prozent der Handyakku dann wäre. So, dann demonstrieren wir das jetzt einmal. Okay. Also hier sieht man erstmal den Arduino Nano, der das Ganze so steuert. Das ist halt das Herzstück von dieser Platine hier. Hier ist noch ein Relais, was dann den Strom ausschaltet und wieder an. Und hier fünf Knöpfe. Einer von diesen Knöpfen, also dieser hier, das ist der Anschalter. Der wird benutzt, um den Arduino kurz mit Strom zu versorgen, damit er sich Strom von der Leitung hier holen kann. Das wird dann über einen 9-Volt-Block realisiert. Dann sind hier noch vier weitere Schalter, die benutzen wir, um jetzt verschiedene Ladezustände eines Handys zu simulieren, weil wir können ja jetzt kein Handy hier haben, was leer, und dann laden wir das mal eben auf, aber es geht nicht so schnell. Ja, also dann drücke ich mal auf den Anschalter, den hält man ganz kurz gedrückt. So, jetzt simulieren wir mal ein halbwegs volles Handy, das heißt, das Handy ist noch nicht voll, das heißt, es wird noch geladen. Hier fließt gerade Strom, das Relais hat den Strom angeschaltet. Und jetzt machen wir mal eine niedrigere Last, das ist ungefähr, wenn das Handy leer voll ist. Und hier sieht man, dass sich der Akku ausgeschaltet hat.